Okay. Ich wollte kurz nochmal in diesen Kühlschrank schauen. Achso, das Automat einfach nur. Die Werbung an der Seite des Automaten preist die beliebte Limonade. Na gut, kann man nicht irgendwie, das wäre geil, kann man nicht irgendwie reparieren? Und vielleicht noch eine Cola rausschiebitzen? Ich kann das nicht reparieren. Na gut, dann öffne ich einfach mal die Tür und schau, was dahinter ist. Ist hier irgendwas? Guck mal, da steht sogar jemand, ein Jet-Prostituierte. Na, da kannst du mal, soll ich mal die Finger von lassen, mach ich mich sonst nur schmutzig. Ich bekomme, etwas Alkohol. Natürlich. Und eine weitere Jet-Prostituierte. Na, lässt es gut gehen, der junge Herr. Gut, wir wollten... Beckys. War ich da Beckys eigentlich schon mal drin? Wir wollten in die komische Kirche reingehen oder sowas. Nee, war ich eigentlich nicht. Ich war nicht in diesem Casino. Stimmt. Wir wollten damals nicht spielen, sondern erstmal einen Händler oder irgendwas in der Richtung suchen. Dann würde ich sagen, dann lass uns kurz mal hier ein paar Informationen einholen und schauen, was wir herausfinden können. Eine zähe Wache, die nicht mit mir sprechen möchte. Ein Spieler. Sie ist eine Frau mit sehr scharfen Augen. Sie ist sehr geschäftsreich. Geschäftsreich. Die Einsätze bitte. Es wird wieder gewürfelt. Der Point ist die 0. Auf 4:0 Gewinnquote. 4:0. Auf 5:0 Gewinnquote. 5:0. Auf 6:0 Gewinnquote. 6:0. Auf 8:0. Ja, und so weiter und so fort. Habe ich nicht begriffen. Aber gut. Passline, Proposition-Wetten, Place-Wetten, mach eine Field-Wette. Na, ich hau ab. Ich möchte überhaupt nicht wetten. Ich habe ein furchtbares Glücksspieltalent wahrscheinlich. Warte mal. Ich glaube tatsächlich Glücksspiel, oder? Moment. Naturbursche, Spiel, genau. 30% ist mir doch wohl eher zu wenig. Gut, du bist also die Dealerin sozusagen. Du bist ein Spieler. Du bist auch nur ein Spieler. Gibt es irgendjemanden interessanteren hier? Ein Stadtbewohner? Eine Wache wahrscheinlich. Eine Waffenwache, nicht einfach nur eine Wache. Dann haben wir hier einen Bürger aus Dan, einen Stadtbewohner, einen weiteren Spieler, einen Spieler, eine geschäftsreiche Dame, einen Stadtbewohner, eine Wache bei Beckys Casino. Beck hat es nicht gern, wenn wir die Gäste stören. Eigentlich rede ich dich hier an. Aber gut. Ist hier in der Ecke noch irgendwas? Die berühmten Eckensitzer bei solchen Rollenspielen sind mal die wichtigsten Informationsgeber. Wie auch schon Aragorn, nicht wahr? Ich sehe einen Kneipengast. Kann man mit dir sprechen? Ja. Ja, hallo. Schön, mal ein neues Gesicht hier zu sehen. Ich heiße Liane. Wie geht's dir? Setz dich doch. Ja, großartig. Und wie läuft's bei dir so? Sehr gut. Danke der Nachfrage. Becky hat eine so interessante Familiengeschichte. Hast du selbst auch eine? Ja, ich bin der Auserwählte. Mein Vorfahrer hat die Welt von denjenigen befreit, den sie die Meister nannten. Ja, mein Vorfahrer soll die Welt angeblich von einem gewissen Meister befreit haben. Ja, genau. Sehr interessant. Dabei fällt mir eine Geschichte ein, die ich vor langer Zeit einmal gehört habe. Es ging um einen Meister. Ja, erzähl doch mal. Das könnte aber eine Weile dauern. Sei doch so gut und hol mir was zu trinken, ja? Aber kein Whisky. Nuka-Cola bitte. Ja, komm, das kann man machen. Danke. Also, wie war das noch? Ich erinnere mich, wie mir meine Mutter von einer Massenvölkerwanderung erzählte. So vor 70 Jahren. Oder waren es 80 Jahre? Bitte erzähl weiter. Riesige Mutanten mit Waffen, so groß wie du und ich, kamen aus dem Süden. Mutter sagte, es sah aus wie eine Völkerwanderung oder sowas. Ja, das stimmt zumindest schon mal. Wie viele? Weiß nicht, aber es waren verschiedene Gruppen. Einige zogen weiter nach Norden, andere nach Osten. Keiner wusste, wohin sie gingen. Erzähl weiter. Sie waren recht aufgebracht und schienen vor irgendetwas zu fliehen. Wirklich? Ja, dann waren da noch andere in dreckigen, zerrissenen, purpurnen Gewändern. Sie faselten dauernd etwas von einem toten Meister. Interessant. Einige haben sogar Selbstmord begangen, mitten hier in der Stadt. Ja? Verstehst du ja nicht? Sie meinten den Meister, den dein Vorfahren getötet hat. Danke für die Geschichte. Nichts zu danken. Auf Wiedersehen für 53 Erfahrungspunkte. Vielen Dank. Ja, dann können wir jetzt echt mit Becky sprechen. Quatsch, weißt du doch, Becky, wahrscheinlich. Hallo, ich heiße Rebecca. Kann ich dir was zu trinken bringen? Du hast bestimmt Durst nach deiner Reise durch die Öde. Ich brauche was zu trinken. Ich suche nach einem Händler namens Vic. Hast du Arbeit? Ja komm, wir trinken aber was. Können wir was fragen? Whisky ist meine Spezialität, das ist in der Familie. Daher fast eine Tradition. Ich verlange den spottbilligen Preis von nur 5 Dollar. In der Hitze jetzt zu trinken ist für Tobias vielleicht nicht gerade das Sinnvollste. Und er würde jetzt auch, also er ist jetzt nicht gerade mit dem Alkohol wirklich zugetan. Das vernehme ich nur seine Sinne. Ich frage mal, Daher?
Natürlich kann man sich auch als Höflichkeit auslegen, dass man sagen kann, okay, wenn es eine Familientradition ist, kann man vielleicht ein paar mehr Informationen von dir bekommen, wenn ich das Ding trinke und sowas sagen wie, ach, wie schön. Ach komm, dann nehme ich einen Drink. Hier, vielen Dank. Ja, danke. Kann ich dich was fragen? Und zwar habe ich gerade über die Familie Dyer erfahren. Genau, Dyer. Oh, das ist mein Familienname. Schon vor dem Krieg war der Name Dyer ein Begriff im Kneipengeschäft. Kann ich dir eine andere Frage stellen? Natürlich. Ja, hast du Arbeit? Fred schuldet mir $200. Wenn du es eintreiben kannst, können wir einen Handel machen. Okay, und wo ist der Haken und wo vor allem ist Fred? Haken? Naja, du müsstest wahrscheinlich Fred kennen, um das zu verstehen. Er schuldet mir schon seit einiger Zeit das Geld. Ich habe es als Verlust abgeschrieben, aber wenn du es zurückholen kannst, wäre ich freudig überrascht. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kein Schimmer, wo Fred ist, aber... Ich dachte, Becky läuft jetzt weg. Kann ich noch ein paar andere Fragen stellen, wenn ich schon mal hier bin? Hallo. Zu diesem Job. Du hast wahrscheinlich nicht, oder? Das würde mich schon sehr überraschen. Nein, tut mir leid. Okay, offenbar willst du ein anderes Gespräch mit mir beginnen, bevor wir nicht mit Fred gesprochen haben. Keine Ahnung, wer Fred ist. Eine Metalltür haben wir hier übrigens. Die ich sogar öffnen kann, aber da ist noch jemand drin, nicht wahr? War hier nicht jemand drin? Nee. Na, gucken wir uns mal an, was hier auf dem Tisch rumliegt. Nichts. Nichts und auch überhaupt mal gar nichts. Und was ist hier drin im Regal? Geschirr, wie ich gerade sehe. Oh ja, und wir haben jede Menge Essen. Vielen Dank. Was ist das? Ach, das ist ein Ofen. Oder so ein freistehender Herd. Wie geil. Hätte ich auch gerne. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Ja, natürlich sehe ich nichts Ungewöhnliches. Ein Ofen. Ja, dann gehen wir wieder raus. Können wir auch... speichern einmal, ja. Können wir auch die andere Tür öffnen? Also auch konsequenzenlos. Nein. Dann werden wir jetzt auch nicht versuchen, sie irgendwie zu knacken. Dann müssen wir versuchen, Fred zu finden. Einen gewissen Fred. Wer ist Fred? Ich befürchte, dass ich jetzt mal jedes Gebäude mal absuchen muss, um rauszufinden, wer Fred ist. Bist du Fred? Nein, du bist eine Türöffnung. Und ein Jetty. Bist du Fred? Ein dünn, schmierig aussehender Mann? Was denn, als du verschwendest meine Zeit? Du bist Flick. Ach ja. Ja, ich würde gerne mit dir handeln. Stimmt. Ich habe ja ein bisschen... Ach nee, du hast nur 8 Goldmünzen, oder? Genau. Deswegen kann ich den jetzt wirklich verkaufen. Es sei denn, eins davon ist weniger als 8. Ja, doch. Wunderbar. 2. Kleinvieh macht auch Mist. Bieten. Vielen, vielen Dank, nicht Fred. Das reicht, Flick. Bis dann. Ist Fred hier drin? Nee, du siehst nicht aus wie eine Fred, du siehst aus wie eine Jet-Prostituierte, ehrlich gesagt. Ist, warte mal, warst du Fred? Nee, du warst Smitty. Und... Was ist das für ein Gebäude? Was war hier nochmal drin? Ah ja, hier ist mit Sicherheit kein Fred drin. Ich nehme mal, Fred ist irgendein Penner. Ach, kann sein, dass du Fred bist. Der komische... Den großen Anaios. Heißt du Fred Anaios? Komm zurück, um von dem Mysterium des großen Anaios aus der Unterwelt zu erfahren. Mysterium lässt mich immer schlecht schlafen. Ich gehe jetzt besser. Auf Wiedersehen. Nee, du bist wahrscheinlich nicht Fred. Bist du Fred? Du bist Joshua? Wo könnte man Fred finden? Das ist nur ein Jetty. Hier habe ich schon alles abgegrast. In dem Gebäude wird er wahrscheinlich selber nicht sein. Bist du Fred? Nee, du bist auch nur ein Jetty. Steckt Fred bei Tavis mit drin? Und vor allem, wo ist mein... Danke. Wo ist mein Charakter? Bist du Fred? Nein. Kann einfach sein, dass Fred im Nachbarhaus ist. Im Nachbargebiet ist im Westen. So. Stadtbewohner, Jet, bla, Tabby. Tabby ist nicht Fred. Gut, gehen wir aber mal in den Westen und suchen Fred. Wir müssen eh mal gucken, was wir in der Kirche finden. Wir haben ja 2 Aufträge immer bekommen. Ich war ganz kurz übrigens irritiert, weil ich bedachte, wer ist eigentlich der schwarze Mann, der hier die ganze Zeit rumläuft. Der schwarze Mann ist halt, Tobias. Der hat nicht mal seine Wortuniform an. Sein lustiger Overall. Frankie ist das? Okay, das sind Prostituierte. Okay. Du bist nur eine Wand. So viel bist du für mich wert. Eine Wand. So, du bist ein Jetty. Du bist ein Sklavenhändler. Ach, warte mal. War Fred der komische
Typ hier, der Essen haben wollte. Nee, du bist Karl. Ein Kneipengast, ein Burger aus Dan. Ich könnte wetten, dass Fred irgendwo alleine rumsteht. Aber gut, lasst uns erstmal zu der Kirche kommen. Vielleicht speichern wir mal vorher ab, denn jetzt haben wir tatsächlich auch einen Grund zu lügen. Hallo, Metzger hat mich geschickt. Sein Müll hat sich noch keinen Zentimeter bewegt. Er wollte, dass ich das für ihn überprüfe. Natürlich, hab ich ihn noch nie gesehen, jetzt hau ab. Pass auf, er hat mir aufgetragen, in die Stadt zu kommen, nur damit ich sein verdammtes Zeug genauer anschaue. Mir ist das egal. Das glaube ich nicht, und jetzt hau ab. Aber? Yeah, das klappt wohl nicht so richtig. Ich hab zu tun. Was ist los? Wenn du was willst, musst du mit Tyler sprechen. Das hat offenbar nicht funktioniert, weil überreden wert. Das überrascht mich ehrlich gesagt übrigens gar nicht. Bist du Fred? Der ist hinter dem Baum versteckt? Nee. Ja, es wäre übrigens sehr hilfreich gewesen, wenn sie ihm ungefähr sagen würde, wo Fred ist. Ich würde einfach nur, oh ja, Fred schuldet mir ein bisschen Geld. Wer ist Fred? Wie sieht er aus? Ich nehme mal, wenn ich einfach hier reingehe, habe ich ein Problem. Oh ja, das habe ich wohl. Ja, nee, lass das Ganze kurz mal laden. Gib uns auch die Möglichkeit, das gleich nochmal zu probieren. Metzger hat mich geschickt. Er will nur sicher gehen. Ich probiere es nochmal. Ich sage, fein. Ich komme da nicht rein, dummerweise. Ohne, dass ich irgendwie Gewalt anwende. Das muss echt nicht sein. Habe ich eigentlich schon 1000 Gold zusammen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe 900 noch was, ne? 921. Ah! Die ganzen Leute haben viel zu wenig Geld, als dass sie mir irgendwie die restlichen benötigten Dollar geben würden oder könnten, ehrlich gesagt. Warte mal, ich spreche nochmal im Loch. Hast du noch was zu verkaufen? Ich möchte gern tauschen. Du hast eine Waffe, eine 10mm Pistole, die ist nämlich, oh, 820 Gold. Die ist, war glaube ich so die Standardwaffe damals. Habe ich ständig gehabt. War ständig gefunden. Ist auch nicht schlecht bestimmt, aber ich habe keine 10mm Munition, kann das sein? Doch, 10mm. Aber 24 Schuss sind wahrlich nicht viel. Und wie viel ist das? Auch 10mm. Mantel-Hohlgeschoss, keine Ahnung, ich habe von sowas wirklich keinen Schimmer. Lass uns mal reden, ich möchte sowohl Fred finden, als auch in die Kirche reinkommen, weil ich komme leider nicht in die Kirche rein, kann ich Informationen bekommen. Wirklich, und was ist mit Beckes Getränken? Warum sind sie so viel billiger als deine? Diese Familie aus New Reno verlangt irre viel Kohle für ihren Schnaps, ich weiß nicht, wie sie das macht. Vielleicht solltest du versuchen, es rauszukriegen. Oder ich könnte es rauskriegen. Wenn du rausfindest, wo sie ihren Schnaps herkriegt, ist mir das 100 Dollar wert. Okay, ich krieg's raus. So, Becky ist nicht wahr? Möglicherweise ist Fred doch im Ostteil der Stadt. Bist du Fred? Schlägertypen? Schlägertypen? Schlägertypen. Müssen wir ganz systematisch abgehen. Jetty? Jetty. Also Leute, die ganz normal heißen oder keinen besonders auffälligen Namen haben, muss man im Großen und Ganzen hier nicht ansprechen. Jetty, Jetty. Der schmierige junge Mann. Okay, okay, okay. Kann es einfach sein? Warte mal. Ich werde es einmal ausprobieren. Komm. Wir beißen in den sauren Apfel. Wir gehen jetzt mal hier rein. Und fragen dich nach den komischen Mysterien. Was für Mysterien? Ich weiß Dinge, die sonst kein Sterblicher wissen darf. Ei! Nialot! Oh, Entschuldigung. Für einen Moment ist es mir mit dir durchgegangen. Ich kenne die Geschichte von einem Geist, der sich genau in diesen Gebieten herumtreibt. Sie wie eine wahrhaftige ägyptische Mumie, die du hier in diesem unglaublichen Sarkophag bewundern kannst. Erzähl mir von dieser Mumie. Ich sterbe vor Spannung. Nein, mein Freund. Eine Mumie. Direkt aus der Wüste des antiken Ägyptens ins Ödland. Exklusiv für dich zum Anschauen. Okay, ich greife zu. Wie viel macht es, den verschrumpelten Leichnam zu sehen? Es wäre mir ein Vergnügen, einen Menschen von solch offensichtlichem Format, wie du es bist, diese einmalige und historische Spezies für einen Betrag von nur 25 Dollar zu zeigen. Okay, ich will wissen, was damit auf sich hat.
öffne einfach den Deckel des Sarkophags und schon wird dir die unglaubliche Mumie im Glanze des antiken Ruhms offenbar, aber bitte berühre sie nicht und bloß keine Fotos mit Blitzlicht. Klasse. Hier ist sie, die Mumie. Den Deckel zum Sarkophag klappt auf und gibt den Blick auf einen vertrockneten Leichnam frei, der ziemliche Ähnlichkeit mit einem normalen Ghoul hat und der in einem spärlich bemalten, zerbröckelten und brüchigen Sarkophag aus Pappmaché liegt. Soll es eine Mumie sein? Ich kann nicht glauben, dass ich gerade $25 gezahlt habe, um ein 6 Fuß großes Stück Dörrfleisch zu sehen. Auf Wiedersehen. Warte mal, Mann, ist ja fantastisch, glaube ich. Du schaust dir die Mumie eine Weile sehr aufmerksam an. Danke, auf Wiedersehen. Ich nehme an, Tobias, geht es aber weniger um die Mumie als um den Ghoul, deswegen gucke ich es mal genau an. Kann man jetzt mit dir sprechen? Bist du jetzt irgendwie von mir beeindruckt? Nein, nein, nein. Ach, kann man mit dir tauschen? Du hast 57 Gold. Röntgen rum, okay. Gamma Gulp Bier. Interessant. 57, da gebe ich dir kurz mal alle davon. Hole ich nämlich wieder einen Teil meines Geldes zurück. Habe ich trotzdem noch irgendeinen Müll für dich? Hier, einmal Fusel bitte. Warte mal, was anders? Alle? Ich gebe dir einfach eine Flasche davon. Und du gibst mir noch 10 hiervon. Ja, vielen Dank. Bieten. Besonders viel Geld haben wir jetzt trotzdem nicht, weil wir auch gerade sinnloses Geld ausgegeben haben, 946. Aber gut, vielleicht finden wir trotzdem noch raus, lass mich bitte in Ruhe. Wo der verdammte Freddy ist. Ich sehe einen Jetty, ich sehe einen weiteren Jetty. Ist Freddy vielleicht einfach hier drin? Nein. Na gut, dann gehen wir halt zu Becky's nochmal. Ach komm, bist du Freddy? Schade. Oder du? Nein. Hallo. Ich suche nach einem Händler namens Vic, kann man auch mal fragen, warum nicht? Ja, ich kenne Vic. Metzger hat ihn eingesperrt. Ich weiß aber nicht, warum eigentlich. Ja, ich habe noch eine andere Frage. Ich suche was zu trinken. Ja, warum sind deine Drinks eigentlich so günstig? Tut mir leid, das ist ein Betriebsgeheimnis. Außerdem kenne ich dich nicht so gut. Ich möchte nicht, dass Frankie es rauskriegt. Er macht mir schon genug Schwierigkeiten. Wolltest du noch einen? Nein, danke. Tschüss. Ich nehme an, das Geheimnis verbirgt sich hier hinter. Hinter dieser Tür. Offen gestanden muss ich sagen, ich sehe... Bis jetzt habe ich keine einzige Person hier gesehen, die auch nur ansatzweise Freddy sein könnte. Ich kann natürlich so einen Jetty ansprechen. Ich glaube, ich habe Fieber. Ja, das glaube ich auch, mein Freund. Ich kann mal versuchen, die Schläge anzusprechen. Hey Mann, ich bin Joey. Was machst du in meinem Revier? Ich brauche einige Informationen. Was willst du? Was ist nun los mit der alten Kirche in diesen Wachen? Oh, du meinst Teil an seiner Gang? Ist bewachen irgendein Zeugs aus Ward City. Riesige Kisten. Ab und zu werden sie von Karawanen auf dem Weg nach New Reno abgeholt. Oh, kann ich dich noch was mehr über sie fragen? Was willst du noch wissen? Ja, wer ist denn Tyler genau? Tyler ist so ein Frettchen, das uns alle um einen super Deal mit Metzger betrogen hat. Was soll's? Ist mir gerade scheißegal. Würde ihm aber schon gerne in die dreckigen Hintern treten. Lara und Tyler haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Irgendwas wegen Tyler und Laras Bruder. Okay, das könnte nützlich sein. Vielleicht kann ich dich noch irgendwie aufwiegeln gegen ihn und während ihr euch prügelt, kann ich mich da reinschleichen. Das könnte nützlich sein. Kann ich noch was mehr über sie fragen? Was willst du wissen? Wo ist New Reno? New Reno ist weit runter nach Süden und dann ein Stückchen westlich. Da kann man schon ein paar Dingerchen drehen, ist aber auch saugefährlich. Geh vielleicht irgendwann mal wieder hin. Hier, ich kann dir auf deinem Techno-Spielzeug da zeigen, wo es ist. Ah, ich denke, so werde ich es finden. Kann ich noch mehr über sie fragen? Was bewachen sie eigentlich? Habe ich die leiseste Ahnung. Okay. Ich möchte noch was anderes fragen. Hast du mal von Ward 13 gehört? Ward 13? Nö, noch nie gehört. Erzähl mir bloß nicht, die haben schon wieder eine neue Droge erfunden. Jet ist unschlagbar. Nein, du Idiot. Ja, wunderbares Jet. Nein, es ist ein Ort. Kann ich was anderes fragen? Was willst du?
Nichts, was du besorgen könntest. Niemand redet so mit mir. Ich hab's gerade getan. Kannst du noch mehr außerreden? Nein. Wie auch immer, verkaufst du was oder laberst du nur rum? Hey, ich hab ein bisschen Jet. Großartiges Zeug. Brandneues Reno. Willst du was? Ja, was hast du denn? Tauschen. Du hast nichts. Reden. Wie viel willst du dafür haben? Dir verkaufe ich Jet für $500. Nein, aber ich will gerne was anderes fragen. Was willst du? Ja, nichts, wir sehen uns. Okay, gut. Vielleicht kann man dich irgendwie aufhetzen gegen den Tyler. Geh einfach weiter. Aber Fred ist ebenfalls nicht hier. Zumindest sehe ich ihn nicht. Das ist ärgerlich. Ganz ehrlich, vielleicht ist Fred auch einfach einer der Jetties. Ich frage mal kurz ein bisschen rum. Nein. Nein. Und ich kann hier auch nicht in die Ecken reingehen, weil Leute im Weg stehen. Gut, dann gehe ich wieder zurück nach Westen. Ich bin jetzt also ein bisschen verzweifelt, was ich noch machen soll. Ich könnte versuchen, noch so ein paar... Noch ein paar Kämpfe zu erledigen und damit irgendwie 1000 Gold zusammenzukratzen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Du bist mir sicherlich auch nicht Fred, oder? Nein, du bist nur ein dummer kleiner Jetty. Mhm. Ist vielleicht Fred hier irgendwie... Hinten an der Kirche? Nein. Achso mal, vielleicht sagt Tyler jetzt irgendwas über den anderen Bandentyp. Vielleicht kann man die irgendwie gegeneinander aufwiegeln. Ich bin nicht in Stimmung, jetzt nicht. Okay. Das klappt wohl eher nicht. Bist du Fred? Nein, du bist ein Jetty. Ist jemand von euch Fred? Jetty? Jetty? Ein Bürger aus Dan. Ist der Bürger aus Dan vielleicht ein Fred? Ich bin ein guter Koch. Heißt der Koch vielleicht Freddy? Eine ältere Frau? Karl? Hm. Warte mal, kann Karl vielleicht noch ein bisschen mehr sagen? Hat er von irgendwelchen, meiner Meinung nach, Außerirdischen gesprochen, die seine Kühe entführt haben? Hier werden mich die Geister nicht finden. Okay. Wir haben ja einen Sklavenhändler. Vielleicht heißt der ja Fred. Nein? Nein. Auch das nicht. Du bist auch nur ein Jetty. Ja. Warte mal, hat der Sklavenhändler vielleicht selbst noch ein bisschen Geld, was man ertauschen könnte? Er wartet auf dich. Bist du Fred? Du bist nur ein Sklavenhändler. Sklavenhändler, Sklavenhändler. Ein ziemlich großer Sklavenhändler. Willst du der Gilde beitreten? Das möchte ich eigentlich nicht. Sklavenhändler, Sklavenhändler, na gut. Ich möchte, ne, erstmal tauschen. Du hast bestimmt reichlich Geld. Ich hätte ja auch schon ein bisschen was, du hast 60 Gold noch, das reicht leider nicht aus, aber 60 reicht für den Schnaps hier. Dankeschön. Da habe ich 996, das ist nett, aber noch zu wenig. Warte mal, ich kann doch bestimmt für 10 irgendwas locker machen. Und zwar exakt. Eins davon. Genau. Alle. Genau. Okay. Bieten. Guter Tausch. Wunderbar. Meine Güte, ich hab's endlich geschafft. Mach nichts. Tschüss. Ich speichere das Ganze mal kurz. Und jetzt kann ich endlich den Vic befreien, oder? Über Vic. Was ist mit ihm? Warum behältst du ihn hier? Er hat immerhin versucht, mich zu bescheißen. Vielleicht können wir das Ganze mit Geld regeln. $1000. Okay, hier. Also gut, er gehört dir, aber verpiss dich, bevor ich mir das mal anders überlege und ihm eine Kugel durch den hohlen Schädel jage. Ja, danke schön. Arschloch. Vic. Danke, ich stehe für immer in deiner Schuld. Wie kann ich mich revanchieren? Komm mit, ich kann deine Hilfe gebrauchen. Sicher, ich begleite dich. Diese alten Knochen sind so gut für ein großes Abenteuer. Ich bin sicher, ich bin auch ziemlich geschickt. Reparieren, egal was Metzger sagt. Ja, yeah. Willkommen an Bord. Ich muss dich was fragen. Ich hab doch keinen Ärger, oder Boss? Weiß ich nicht. Woher hast du denn die Wasserflasche aus Vault 13? Von Ed. Er ist ein Brahmin-Händler drüben in Vault City. Warst du schon mal da? Komm, ich zeig's dir auf deinem Kartending da. Ah, okay. Kann ich sonst noch was fragen? Das wissen wir schon. Okay, erstmal die Kampfkontrolle angehen. Was hast du denn für Waffen? Nutze deine beste Waffe. Hast du nicht. Nutze deine beste Rüstung. Ich versuch's. Du hast eigentlich nichts.
Das muss man ganz klar sagen. Du bist ein Meat Shield für mich. Lass uns mal ein bisschen tauschen. Vielleicht kann ich dir einfach ein Messer geben oder sowas. Komm, ich gebe dir diesen Hammer. Rüstung habe ich nicht für dich. Hier, bitte tauschen. Sprechen. So, Kampfkontrolle. Ich muss mit dir über deine Ausrüstung reden. Ich möchte wissen, was du mit was Waffen du umgehen kannst. Weißt du, Boss, ich kann ziemlich gut mit kleinen Waffen umgehen. Ich kann mit fast jedem Gewehr, jeder Flinte und den meisten mittleren Pistolen schießen. Ich kann mit Messern umgehen. Außerdem habe ich einen recht guten Wurfarm, aber ich ziehe nicht besonders gut. Ehrlich gesagt, ziehe ich ziemlich schlecht. Tut mir leid, Boss. Ich bemühe mich wirklich, besser zu werden. Okay, dann sollte ich vielleicht einfach ein Messer geben und nicht den Hammer. Doch lieber tauschen. Gib mir den verdammten Hammer zurück. Tauschen. Genau. Dann sprechen. Die Kampfkontrolle. Ich hätte ganz gerne, dass du das Messer auch benutzt, wenn das mal irgendwie geht. Nutze deine beste Waffe. Ein Kampfmesser, ganz genau. Dann lass es doch sprechen. Und das wär's erstmal. In Ordnung. Gut. Wir könnten jetzt zu Vault City gehen, aber ich bin mir absolut davon überzeugt, dass Vault City noch zu schwierig für mich ist. Ich könnte wetten, dass ich noch 1, 2, 3, 4 Stufen aufsteigen sollte, bevor ich das tue. Figur. Wir sind bei 9160. Ich würde mal vorschlagen, das können wir wirklich mal machen. Wir könnten mal kurz zurückgehen nach Klamath und noch so ein paar goldene Geckos erledigen, jetzt wo wir zu dritt sind mittlerweile. Das dürfte doch wohl irgendwie ganz gut funktionieren. Vorausgesetzt, wir finden irgendwie auch, genau. Mal den Weg nach draußen, das wäre ganz gut. Einmal hier, war es nicht, gab es nicht hier unten irgendwie einen Ausgang? Nein, nicht so richtig. Okay, gut, dann gehen wir hier rein. Bist du Freddy? Nein, du bist nur ein Jetty. Sehr, sehr schade. Okay, ich speichere schnell. Wurde mir geraten, bevor ich eine Reise antrete. Und wir gehen nach Klamath. Da fällt mir gerade ein, was will ich eigentlich in Klamath? Ja. Aber warte mal, vielleicht kann man uns ja irgendwie... Das wäre eine gute Idee. Ah. Fallensteller Gegend. Nee, das mache ich nicht. Ich meine Stadtmitte. Da war noch so eine Händlerin. Oh, lass mal kurz mal warten, bis es Tag ist. Bis zum Morgen ausruhen. Dankeschön. Hier war doch so eine, genau. So eine Dame. Hast du Käfer gesehen? Nein. Die müsste mir doch ein bisschen Geld geben können, oder? So, ich bin zurück, weil ich was brauche. Und zwar würde ich gerne was kaufen. Komm, lass uns handeln. Du hast aber bestimmt Geld. Nicht zu knapp. 166 hast du. Hier ist ein Hammer. Für 120. Können wieder ein bisschen Geld machen hier. Brecheisen habe ich ja einige schon verkauft. Okay. Ja, 120. Warum nicht? Bieten. Reden. Hatten wir nicht hier auch irgendeinen Jäger befreit oder sowas? Vielleicht kann der uns noch irgendwas sagen. Die haben wir noch nicht gesprochen. Sie smile den Fallensteller. Sieht viel besser aus, seit du aus der Höhle befreit hast. Ich schulde dir was dafür, dass du meinen Arsch gerettet hast. Da kann ich dir auch im Gegenzug was beibringen. Oh, sehr gut. Beibringen? Da die Geckos mir fast das Fell über die Ohren gezogen haben, zeige ich dir, wie man das bei ihnen macht. So werden sie gehäutet. Smile demonstriert eine Häutung. Ach, wie günstig. Und wenn du sie tötest, kannst du ihnen die Haut abziehen und sie verkaufen. Klar, das finde ich ziemlich günstig. Danke, das kann ich sicher mal brauchen, aber jetzt erzähl mir was anderes. Was denn? Hallo mein Freund. Nochmal danke, dass du mich da rausgeholt hast. Kann ich dir irgendwie helfen? Kannst du mir helfen? Weiß nicht. Ich hätte ein paar Fragen, wie man Geckos jagt. Warum nicht? Also, ich glaube, ich weiß mehr über Geckos als sonst jemand auf dieser Welt. Ich habe als Kind Gecko-Milch getrunken, aber das wird wohl ein paar Stunden dauern. Ja, komm, ich will alles lernen, was du über Geckos weißt. Du musst mehr wissen, als du... Was? Du musst mehr wissen, als du... zu müssen meinst. Aha. Yeah, schieß los, ich höre. Also, es ist so. Goldene Geckos und normale Geckos sind im Prinzip dasselbe, aber die Goldenen sind nochmal so bösartig. Die Zeit vergeht, während du die Geschichte der Geckos hörst. Das war toll. Und ich weiß jetzt viel mehr über die Geckos. Danke, tschüss. Ja. Vielen Dank über die Gecko-Historie. Viel wichtiger ist für mich allerdings, wie komme ich jetzt... Warte mal, eine Frage. Komme ich hier zumindest
Ich habe ich da wieder ein Gecko-Gebiet, oder? Und wenigstens ein goldener Gecko müsste ja eigentlich noch hier sein. Wir haben ja nur einen erledigt. Das können wir kurz mal checken, indem wir kurz mal hier auf den Kampfmodus gehen. Und schauen, ob wir irgendwo rote Umrisse sehen. Das ist wohl nicht der Fall. Gut, dann beenden wir den Kampfmodus und hauen wieder ab. Interessant. Hallo, Dogmeat-Ersatz. Kann man hier irgendwo rausgehen? Nicht nach Westen, das weiß ich noch. Westen ist gefährlich, weil Westen ist Absturzgefahr. Aber Osten ist okay. Achso, da muss ich vorher speichern. Und wir müssen in die Gifthöhlen. So. Haben wir eine Begegnung? Ja, haben wir. Oh, Gecko, ist mir lustig. Ich wechsle mal. Auf meinen kleinen Pikespeer. Ich kann leider nicht mehr angreifen, das wird schon funktionieren. Ich bin optimistisch. Nimm deinen Hammer, verdammt doch mal. Oh, da fällt mir auch gerade ein. Ich habe ja auch bei Arroyo gab es auch noch eine Gegend mit ziemlich vielen Geckos. Könnte auch nochmal ordentlich Erfahrung geben. So. 31%. Ja, komm. Einmal für dich. Einmal für dich. Smitty greift mit einem Messer an. Und der Gecko wurde für 7 Trefferpunkte getroffen. Gar nicht mal so schlecht. Sind ganz schön viele Geckos, fällt mir gerade so auf. Sollte dann erst mal ein paar sterben davon. Einer ist tot. Dann pick ich mal dich. Und nochmal. Okay. Vic ist sehr hilfreich. Vic hat kritisch verfehlt, seine Waffe ist runtergefallen. Ich wurde getroffen. Sogar kritisch. Au. Verdammt, das tut weh. Ja, ich glaube, Sulik muss ein bisschen was regeln hier. So. Läuft hervorragend. Zug beenden. Nein. Hört auf, Vic zu töten. Hört auf, mich zu töten. Hört auf, Sulik zu töten. Und Sulik kann gerne anfangen, auch mal Leute zu töten. Ein Gecko ist wahrlich nicht genug. Au. Au. Sehr gut. Das klang ordentlich und er ist schön weggerutscht. Sehr gut. Der nochmal für dich. Mein Gott. Vic ist richtig hilfreich, aber er sieht auch nicht gerade aus wie der geborene Kämpfer, muss ich fairerweise sagen. Sehr gut. Ja, bis du wieder reinkommst, komm ich auch mal kurz zu dir. Mist! Zug beenden. Vic nimmt sein Messer wieder auf, immerhin. Und verfehlt. Und natürlich hat der Gecko auf mich abgesehen. So viel Spaß muss sein. Ich habe nicht mehr so wahnsinnig viele Lebenspunkte. Der ist für dich. Sag mal, könnte bitte mal irgendjemand treffen, außer den Geckos? Ich bin gleich tot. Gut, schade. Ich hätte mich schon darauf gefreut, dass ich ungefähr 1 Million Gecko heute jetzt bekomme. Sehr, sehr schade. Gut, ich lade das Ganze mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge mal wieder. Bis gleich.